Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Bevor ich mich zum Skifahren in die Berge wage, werde ich mich hier mit bester Schweizer Qualität ausstatten. Dafür bin ich hierher zum Stöckli-Ski nach Cham gekommen. Diese Skihose, diese Skijacke und diesen Skipullover habe ich mir hier ausgesucht. Hier sind die Skischuhe. Zuerst muss ich meinen Fuß messen. 24,5. Dann den Skischuh anziehen. Die Ferse ganz nach hinten klopfen. Dann den Skischuh schließen. Und etwas in die Hocke gehen. Der Skischuh passt. Diesen Skihelm und diese Skibrille habe ich mir auch beim Stöckli-Ski ausgesucht. Aber das Wichtigste fehlt noch. Die Ski. Aber wusstet ihr, dass ein Ski aus 8 verschiedenen Schichten besteht? Die erste Schicht ist ein Graphit-Rennbelag. Dieser sorgt dafür, dass der Ski auf jeder Piste gut gleitet. Die zweite Schicht ist eine Fiberglas-Laminatschicht. Diese sorgt für große Flexibilität, sodass der Ski lange hält. Die dritte Schicht ist ein Dämmungsgummi, der Schläge und Stöße dämmt. Die vierte Schicht ist eine Titanalschicht. Sie bringt Stabilität in den Ski und sorgt für die nötige Steifigkeit. Je nachdem, was man für einen Ski möchte, hat er einen dickeren oder dünneren Holzkern. Ski ist nicht gleich Ski. Danach folgt wieder eine Titanal- und Fiberglas-Laminatschicht. Und zu guter Letzt kommt noch eine Schutzoberfläche gegen Kratzer. Jeder Ski hat vorne einen Spitzenschutz und hinten einen Alu-Endschutz. So viel zur Theorie. In der Praxis muss man nun die Ski auf den Boden legen, mit den Skischuhen einrasten, Skijacke anziehen, Skihelm anziehen, Skistöcke nehmen und losfahren. Linke Kurve! Schanze! Schanze! Wo gut bist du? Und die Zielgerade! Ja! Ja! Gewonnen! Juhu! Ja! Dieses Schweizer Handwerk verleiht wahre Leidenschaft. Das ist Stöckli-Ski in Cham. Tschüss!